Es sollte ein langanhaltender Händedruck werden im Hotel auf der Ferieninsel Sentosa. Am Dienstag haben sich US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un erstmals getroffen. Zu Beginn ihres Treffens in Singapur äußerten sie sich optimistisch über den historischen Gipfel. Trump sprach von einer guten Beziehung, die er zu Kim habe. Der Nordkoreaner sagte, es sei ein guter Auftakt für den Frieden. I feel really great. We're going to have a great discussion and I think tremendous success. It'll be tremendously successful. And it's my honor and we will have a terrific relationship, I have no doubt. Die US-Regierung verlangt, dass Nordkorea sein Atomprogramm vollständig, unumkehrbar und nachweisbar aufgibt. Nach einem rund 40-minütigen Einzelgespräch mit Kim sagte Trump auf Frage eines Journalisten, es laufe sehr gut, sehr, sehr gut, gute Beziehung. A lot of progress, really very positive. I think better than anybody could have expected. Top of the line, really good. We're going right now for a signing. Auch Kim äußerte sich optimistisch. Wir haben allerlei Skepsis und Spekulationen über diesen Gipfel überwunden und ich glaube, das ist gut für den Frieden. So we're signing a very important document, a pretty comprehensive document. Today, we had a historic meeting and decided to leave the past behind, and we are about to sign a historic document. The world will see a major change. Thank you very much, everybody. Thank you. Absolutely, I will. Mr. Kim, would you like to come to Washington? Thank you. Thank you, everybody.